hier an der Aventure Southside in Friedrichshafen. Wir sind hier in der Messehalle drin und sehen hier den ganzen Stand, mal ausnahmsweise nicht in einem Anhänger. Und wir gehen jetzt durch, was wir hier sehen. Wir sehen hier das Messeumfeld. Wir fangen hier im Eck an mit dem WEMO 2700. Das ist bestehend aus dem Kühlschrank und dem Tiefkühlschrank. Mit dem Einbaurahmen, mit der Breite, wie das Absorbermaß, mit 525. Es gibt das Gerät auch freistehend mit einer Breite von 500 ohne diesen Metalleinbaurahmen. Wir haben hier, Deckel ist geschlossen, unsere Kompressorkühlboxen. B46 plus die B56. Sehr leistungsfähige Kühlboxen. Die können hier zwischen plus 10 und minus 18 Grad. Es gibt eine verstärkte Version, die kann dann noch tiefer bis minus 35. Hier sehen wir die Kompressorkühlbox B81 mit 81 Liter, auch der Bereich minus 10. Guck, da lacht doch einer, da kennst du nicht. Hallo zusammen. Wir sehen hier dann die B81 Standard und hier die 75 DX. Wir haben hier Kühlung und Tiefkühlung separat regelbar in der gleichen Kühlbox. Wie ihr wisst, habe ich Lithium-Batterien im Sortiment, 100, 150, 200 AH. Datenblatt verlinke ich euch natürlich unten drin. Mehr darüber gibt es in diesem Video nicht zu sagen. Wir haben die kleine Kühlbox Y16P, dann diese 20 und 28 Liter Kühlboxen mit 12, 24 und 230 Volt. Gibt es auch nicht so viel zu sagen, auch Kompressortechnik überall, bei allen Boxen hier den BD35F verbaut und hier der kleine, der 1,4. Hier haben wir die Y35PX und die Y45PX. Wir sehen hier noch das alte Energielabel und das neue Energielabel ist nicht mehr energielabelpflichtig, da es sich um ein Mobilkühlgerät handelt. Beide identisch, andere Videos findet ihr über die Boxen natürlich auf meinem Kanal. Hier die mittlere Größe an Kühlschränken. Wir haben den 66F ohne Eisfach. Hier sitzt die Kühlmaschine hier unten. Dann in der gleichen Größe mit externem Kühlaggregat den Tiefkühlschrank mit einzelnen Klappen. Hier mit der Option Digitalthermostat kann ich diesen Tiefkühlschrank auch als Kühlschrank nutzen. Und hier auch in der gleichen Größe wie die zwei mit externem Kühlaggregat, aber ohne Eisfach und ohne Platz für die Kühlmaschine. Ich kann diese Geräte auch aufeinander stellen oder Tiefkühler unten, Kühlschrank oben drauf und die zwei Kühlmaschinen irgendwo extern. So habe ich eine Kombination Kühlschrank, Tiefkühlschrank miteinander verbaut. Hier habe ich den 66F, das ist der gleiche Kühlschrank wie da drüben, nur sehe ich hier diesen mit Eisfach, was es auch bei den anderen gibt. Und hier ist mein Büro für die Messe drin. Hier ist der 62N, das ist ein sehr weit verbreiteter Kühlschrank im Nautiksektor. Wir haben 45 Breite und die Kühlmaschine sitzt oben dran. Mehr dazu gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dann hier so VW-Bus-Größe, Kühlschränke drin, 42 Liter, externe Maschine und kein Eisfach, weil das Eisfach braucht ja Platz und die meisten brauchen das gar nicht. Auch hier ist die Empfehlung bei größeren Geräten, Kühlschrank ohne Eisfach und dann
eine externe Kühlbox. Ja, das soll es gewesen sein hier von der Aventure Southside in Friedrichshafen. Ich mache euch hier oben die Playlist über die Kühlboxen und hier die Playlist über die Kühlschränke und logischerweise natürlich die Playlist über die Batterien. Aber könnt ihr mir auch wieder mal da lassen und ich wünsche euch einen schönen Tag und einen guten Winter.